Hallo hier bei Justins Wetter zu diesem Wetter-Update. In diesem Video schauen wir mal ein bisschen genauer auf die Unwetterlage jetzt am morgigen Samstagabend. Es wird dann doch nach jetzigem Stand relativ heftig werden, was Gewitter bzw. Unwetter angeht. Und damit begrüße ich, wie gesagt, euch alle ganz herzlich hier bei Justins Wetter zu diesem Wetter-Update. Und wir legen dann direkt los. Schauen wir dann jetzt auf eine wichtige Info. Wenn ihr Bilder und Videos habt, schickt sie mir gerne an justinswetter@gmail.com oder über Discord auf meinem Server oder mir privat per DM oder außerdem könnt ihr mir sie gerne auch auf Instagram zukommen lassen. Gehen wir direkt mal weiter. Schauen wir dann jetzt mal auf ein mögliches Wetterbild, was ihr mir schicken könntet. Hier von einem wirklich sehr, sehr kräftigen Gewitter, das sich hier Richtung Paderborn gebildet hat. Danke Mete für dieses Bild. Und dann gehen wir jetzt direkt mal rein in die Temperaturen in 2 Metern Höhe, die da berechnet werden für den Samstag. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut hier im Süden sehr, sehr warme bis heiße Temperaturen. Auch hier Richtung Osten wird es dann doch sehr, sehr warm bis heiß werden mit Temperaturen, die teilweise bis zu 35 Grad erreichen könnten. Der Süden wird brutal heiß. Das kann man einfach nicht anders sagen. Brutal heißer Süden trifft auf deutlich kühlere Luftmassen, die dann von Nordwesten vor allem Richtung Samstagabend und Sonntag kommen würden. Und dann habe ich jetzt meine Warnkarte hier zusammengebastelt und da sehen wir dann doch im Südwesten würden die Gewitter so Richtung 18 bis 1 Uhr ankommen oder sich dann über dem Schwarzwald, über Frankreich bilden. Das Ganze würde sich dann Richtung 21 und 4 Uhr über Richtung Mitte verlagern und würde dann Richtung 2 Uhr dann den Osten auch eventuell erreichen und da habe ich dann jetzt nochmal hier dann einen lila Bereich eingezeichnet, wo es dann doch am heftigsten werden könnte und deswegen hier auch nochmal diese Ausrufezeichen, denn da muss man doch mit Starkregen, Hagel, Sturmböen rechnen, Überflutungen sind dann doch relativ wahrscheinlich, weil die Niederschlagsmengen, die da berechnet werden, ja, das wird doch sehr, sehr heftig werden. Nach jetzigem Stand. Und das Ganze wird sich dann wohl vom Südwesten Richtung Nordosten wohl ausweiten. Und dann ist auch erstmal Unwetterpause, vor allem für den Süden und Westen. Danach wäre dann am Sonntag noch der Osten und Südosten dran. Da blicken wir dann aber im morgendlichen Video nochmal ein bisschen genauer drauf. Und dann die Temperaturen in 1500 Metern Höhe, doch extrem warm bis heiß, die hier aktuell berechnet werden. Und da sehen wir dann doch hier im Süden diese wirklich markante Hitzeblase, die hier berechnet wird, während wir hier im Norden schon die deutlich, hier Richtung Norden schon die deutlich kühleren Temperaturen hätten. Und das Ganze würde sich dann auch noch weiter Richtung Osten verlagern, würde dann hier richtig zusammengequetscht werden. Das Ganze im Zusammenspiel mit diesen beiden Tiefs oder mit diesem großen Tiefdruck-Unwetterkomplex, der sich dann hier bilden soll, kann das Ganze dann doch wirklich außerirdische oder brutale Ausmaße nach jetzigem Stand nehmen. Und das sind die Cape-Werte, die aktuell berechnet werden, vor allem hier im Süden dann noch teilweise bis zu 4000 Joule pro Kilogramm, also Kilojoule. Und das sind doch extreme Werte und wir werden nach jetzigem Stand mit der schwersten Unwetterlage seit langem wieder rechnen. Da müssen wir dann doch auf der Hut sein. Und das ist das Ganze dann Richtung Nacht. Und da quetscht sich das Ganze hier Richtung Osten immer weiter zusammen. Hier im äußersten Osten noch diese warme bis heiße Luft, dann dieses Tief, das dann hier reinkommen wird und diese sehr, sehr warme bis heiße Luft dann doch vertreiben wird. Und die Windscherung durch dieses Tief dann auch deutlich erhöht. Vor allem hier Richtung Südwesten erhöhte Windscherungswerte nach jetzigem Stand. Außerdem Richtung Nord- und Ostsee erhöhte Windscherungswerte, die hier aktuell berechnet werden. Und das ist dann dazu noch die Superzellenkarte. Und die ist dann doch vor, die Superzellengefahr ist dann doch vor allem hier im Süden dann doch deutlich erhöht nach jetzigem Stand. Da müssen wir dann doch mit wirklich enormen Superzellenwerten rechnen und mit wirklich HP-Superzellen, die dann nach jetzigem Stand doch möglich sind. Und so könnte das Ganze dann aussehen am Samstagabend bzw. Richtung Sonntag mit diesem Unwetterkomplex, der sich Richtung Südwesten bilden wird. Das Ganze verlagert sich Stück für Stück weiter Richtung Nordosten und könnte eventuell sogar NRW dann noch mitnehmen und würde dann so Richtung Osten leicht abdriften nach Norden. Hier wirklich extrem heftige Niederschläge zu sehen. Und dann
wie gesagt, dieser wirklich heftige Unwetterklopper und vielleicht würden aus Westen und Südwesten nochmal kräftige Schauer und Gewitter nachkommen Richtung Westen. Dort stellt sich dann eventuell auch eine massive Starkregen- bzw. Dauerregenlage am Sonntag ein. Und dann die Windböen, denn es wird doch sehr, sehr windig da in diesen Gewittern werden oder eher orkanartig. Denn diese Böen, die da aktuell berechnet werden, sind dann doch nach jetzigem Stand der absolute Horror. Vor allem hier Richtung Saarland, Rheinland-Pfalz. Diese wirklich massiven Fallböen, die hier aktuell berechnet werden, von über 100 km/h und das wird sehr, sehr heftig doch werden. Und die Niederschlagsmengen in diesen Gewittern auch hier Richtung Westen dann doch am höchsten, teilweise über 100 Liter können hier dann doch in einer Stunde runterkommen. Und wenn das so kommt, muss man dann doch von großflächigen Überflutungen teilweise ausgehen. Zum Schluss schauen wir uns jetzt noch die Niederschlagsmengen an und da sehen wir einmal vom Südwesten bis in den Nordosten diese erhöhten Niederschlagsmengen von teilweise 80 bis 100 Liter Regen. Und zusätzlich sieht das Eikmodell hier vom Westen dann noch Richtung Sachsen auch noch so eine Unwetterfront oder so eine mögliche Unwetterfront ziehen. Der äußerste Südosten bleibt wohl nach jetzigem Stand wohl außen vor. Außerdem habe ich das Ganze jetzt hier nochmal markiert und wie gesagt, in diesem roten Bereich müssten wir dann doch mit den höchsten Niederschlagsmengen rechnen. Hier würde nach jetzigem Stand auch dieser Unwetterklopper entlangziehen. Also seid auf der Hut, wenn dieses schwere Unwettersystem dann doch auf euch zukommt. Außerdem lasst gerne jetzt ein Like und ein Abo da zum Ende dieses Videos. Die Kanalmitgliedschaften sind jetzt auch wieder verfügbar. Ich würde mich riesig über ein Like und ein Abo freuen, ist aber wie gesagt kein Muss. Wir sehen uns dann morgen in der Wettervorhersage wieder gegen Vormittag irgendwann. Da schauen wir doch mal ein bisschen genau auf die Unwetter am Samstag und Sonntag oder eher gesagt in Nacht auf von Samstag auf Sonntag. Und da sage ich nur, macht's gut, haut rein, wir sehen uns im nächsten Update wieder. Macht's gut und ciao.